Willkommen! Ja, Herr Rath, willkommen! Total recht herzlich in der Star Wars Base. Aber wir sind das Sammelfiguren TV. Ja, Sammelfiguren bedeutet alle Figuren, alle Actionfiguren aus allen Themen. Und am Ende TV. Aber wer schaut schon TV? Ich glotz TV! Ina Hagen, Wohlbehagen, das war noch Zeiten. Also der Produzent hat gesagt, halt mal so ein Schild, muss ich eben holen, hier habe ich in der Hand. Soll man so ein Schild hochhalten? Das mache ich jetzt. Ja? Wie ich sehe, habe ich auch noch verkehrt rum. Ich halte das Schild hoch. 21, 22, 23. Also auf dem Schild steht, Achtung, wir suchen Star Wars Dioramen, Figuren und Fahrzeuge. Warum wird das gesucht? Ich schmeiße das mal weg. Ganz einfach. Am 18.12.2015 erwacht die Macht. Und wir sind natürlich sehr traurig, dass Yoda nicht mehr dabei sein wird. Yoda, 25 Spracheinheiten hat er. Man kann sogar mit ihm kommunizieren und zu erhalten nur im Disney Store. Im Disney Store, denn Disney, richtig, hat nun die Lizenz für Star Wars. Yoda, ob der nochmal bestimmt irgendwann wieder zu sehen sein wird, wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Die Star Wars Base, die ab dem 18.12. hier stattfinden wird. Und warum der Yoda jetzt in meiner Hand hier zwischendurch gezeigt wird, genau, richtig, denn er ist so gut wie ausverkauft. Ja, wir haben ihn nochmal geordert, aber in diesem Video ist er zu sehen. Im Store selber wird er wohl nicht mehr zu haben sein. Das geht ruckzuck wie alle anderen Figuren. Darth Vader, wunderbar, erstklassig verarbeitet im Disney Store. Und darum geht es aber jetzt nicht. Wir wollten natürlich jetzt den Yoda vorstellen. Richtig, der Yoda mit 25 Spracheinheiten, mit zig Knöpfen, wo man drauf drückt, das Schwert leuchtet, er bewegt sich, er spricht, die Augen, der Mund. Es macht richtig Spaß, ihm zuzuhören. Wirklich, es macht tierisch viel Spaß. Ich stelle mal wieder auf seinem richtigen Platz. Ja, die Augen gehen auf, der Mund spricht. Also ich kann euch wirklich empfehlen, im Disney Store zu haben. Ja, wir von der Sammel-TV-Gesellschaft, wir machen ja, wie gesagt, Figuren aller Art. Im Moment natürlich Star Wars, vom Trooper angefangen, Chewbacca, der da spricht. Und so. Also darum geht es aber jetzt in diesem Videobeitrag nicht. Also, ihr seid total recht herzlich willkommen. Am 18.12. geht es hier richtig zur Sache. Mini-Kino, Figuren. Es geht aber, und genau darum ist es jetzt, worum geht es eigentlich? Richtig, die Kunden fragen, was ist das eigentlich? Weil, wer schaut schon TV? Was ist Web-TV? Wenn wir ganz ehrlich sind, wir schreiben das Jahr 2015 und die Macht erwacht. Ja, welche Macht eigentlich? Okay, Star Wars. Star Wars erwacht. Und durch Star Wars kommt sicherlich etwas jetzt wieder in Gange, wie 77. 99. 77 hat keiner von uns daran gedacht, dass das 40 Jahre später bald, ja, immer noch ein Thema ist. Okay, die Kostüme werden sich jetzt verändern, die Charaktere werden sich jetzt verändern, ja auch sogar die Roboter werden sich verändern. Weder R2D2, 3DPO, BB-8 kommt. BB-8 kommt, BB-8. Ein toller kleiner Ball, der da richtig was machen wird. Er wird piepen, zwitschern und was weiß ich nicht alles. Ja, also, es geht jetzt heute mal um uns selbst. Sammelfiguren TV. Wir sind keine Sammler. Wir sind diejenigen, die Figuren begleiten bei der Herstellung bis hin zum Verkauf. Und das schon seit 40 Jahren. Da jetzt Star Wars auch so langsam 40 Jahre alt wird, haben wir uns gedacht, komm, alle guten Dinge sind drei, 1977
haben wir eine Wahnsinnssache machen dürfen. 1999 durften wir es auch in der Stadt Iserlohn im Märkischen Kreuz im Sauerland. Wunderbares Kino, es hat richtig viel Spaß gemacht bei dieser Session, Promotion und Herstellung. Auch jetzt, ja, jetzt ist eh alles anders, jetzt können wir bei YouTube, bei Google, bei Facebook, wir können jetzt das soziale Netzwerk so richtig nutzen. 1977 und 1999 war das halt noch nicht der Fall. Da musste man produzieren, sich was ausdenken und wir mussten es dann auf den Weg bringen. Ja, zuerst auf einer Videokassette, dann auf einer Präsentation, dann CD, DVD. Jetzt können wir sogar ein Blu-ray verschenken, denn wir produzieren ja. Wir sind ja immer noch Ultra HD Web TV. Wir produzieren Filme, Clips und wir sind der Sammelstore. Ja, also wir haben richtig viele Figuren und wir werden also am 18.12. eine Riesen-Session. Zweimal. Jeder Samstag, der erste und der letzte Samstag in einem Monat, wird Sammelfiguren TV Figuren vorstellen. Live im Shop können die Kunden hier vorbeikommen. Ihr Zuschauer könnt es euch dann halt ansehen. Wir werden extra einen Kanal schalten, um euch Figuren vorzustellen. Wir werden auch über die uralten Schätze reden. Ja, die uralten Schätze, wer von euch, eines Tages werden die Leute fragen, was ist das denn? Das ist eine Videokassette. Ja, eine Videokassette mit den Originalfilmen, ja, Originalfilmen drauf, auch Originalschauspielern, wie alles war und nicht, wie ihr es heute kennt. Privat und geschäftlich warten wir wirklich darauf, dass es in 3D bald erscheint, denn wir haben 3D-Kino 9.1, aber es gibt nur einen einzigen, aber leider nicht zu kaufen. Das war Star Wars 1 in 3D. Jetzt kommt Star Wars 7 in 3D, auch im IMAX zu sehen, in Sindelfingen und in Speyer. Und wir überlegen uns, ob wir nicht dorthin, um es im IMAX uns selbst anzusehen. Natürlich sind wir im Herzen auch Star Wars. Wir sind im Herzen auch Figurensammler, aber primär im Verkauf, in der Herstellung, in der Begleitung. Ja, und das wollte ich einfach jetzt hier mal in laufender Kamera sagen. Sammelfiguren TV ist das einzige Web-TV, das Figuren verkaufen wird in einem sogenannten YouTube-Kanal, auf der eigenen Website, eigenen Shop, eigenen Figuren-Shop, eigene Präsentation, eigene Herstellung. Ja, wir machen auch die Videoclips. Wir werden vieles zum Leben erwecken. Und wer wir alle sind, wird sich mit der Zeit schon zeigen. Das ist nur ein Geschmack machen auf das, was kommen wird ab dem 18.12. Aber am 18.12. wird nicht nur Yoda hier sein und die anderen Herrschaften. Nein, dann werden die Neuen da sein. BB-8 und Co. Ja, werden den Kunden hier, ja, jetzt haben wir einen Strich, einen ganz fetten Kunden, ab 16, 18. Wir sind jetzt hier nicht für Kinder, leider. Wir machen jetzt hier kein Programm für Dreijährige aufwärts. Hier ist auch kein Kostümbazar. Wir drehen auch nicht am Rad. Leider nicht. Wir sind eine Produktionsfirma. Wir produzieren, wir stellen her. Und wir arbeiten wirklich mit Disney, Idee und Spiel und wie die alle heißen. Ja. Und das ist natürlich eine alles andere Fakultät. Und wir sind also diejenigen, die herstellen, produzieren und machen, damit der Kunde sich daran erfreuen kann. Wir begleiten den Hersteller einer Figur. Wer kann sich noch daran erinnern? Also 1977 sah die Figur quasi lose, aber dann kam sie ja verpackt. Das war zum Beispiel... Na, brauche ich nicht erwähnen, Darth Vader, welchen richtigen Knopf konnte er sprechen oder tut er immer noch. Also im Rücken ist eine Elektronik eingebaut, da röchelt er spricht, der Helm ist abnehmbar, der Schauspieler darunter im Original dann zu sehen. Nun hat Walt Disney die Sache übernommen, auch total ausverkauft. Den gibt es leider auch nicht mehr im Moment. Ob er nochmal reinkommt, weiß ich nicht, müsste ich mit Disney reden. Er ist etwas lauter wie dieser hier. Also, ups,
Das war 1977 aufwärts von der Firma Kenner und Hasbro. Und das ist jetzt die Version von Walt Disney. Lauter, gemeiner, aber auch genauso filigran verarbeitet. Wirklich wunderbar verarbeitet. Kenner seit 40 Jahren und Hasbro auch. Aber jetzt Walt Disney bringt 30 cm große Figuren, verdammt schwer, voller Elektronik. I, your father, sagt er auch. Also er heuchelt nicht nur, er spricht auch. Also jede Figur hat über 25 Sätze aus dem Spielfilm und hat auch Knöpfe, damit auch der Laser angeht. Nur man muss es halt alles suchen. Vor allen Dingen, wenn die Kamera läuft, ist das immer so eine Sache. Und wenn man nicht spielt, wir spielen ja nochmal nicht. Also hier steht überall drauf, try me. Ich versuche mal mit try. Meine Tochter könnte das, glaube ich, 10-mal besser. Ich habe ihn gefunden, den Schalter. Also wie gesagt, Krach macht Licht. 30 cm groß, erstklassig verarbeitet, sehr schwer, macht sich wirklich gut. Und Dezember ist natürlich der Monat zum Schenken. Und schon geht's los, richtig. Ja, ihr seid nun total richtig herzlich willkommen. Ich habe euch jetzt ein bisschen tot gelabert, weil das ist ja ein Taser, ein Trailer für den 18. Und wir haben noch keinen 18. Wir sind nämlich kräftig am Arbeiten. Hinter der Wand ist ein Riesenraum, der umgebaut werden muss. Vor mir sind auch riesige große Räume, die umgebaut werden müssen. Dioramen, bisschen Atmosphäre. Wir suchen noch den wahren Fan. Kommunizieren, ja, mit ihm und nicht über, ne? Also wir sind keine Freunde von Fratzenbuch, soziale Netzwerke, wir nutzen es, aber wir haben überhaupt kein Interesse an diesem ganzen, na, wir mögen es halt noch, mit den Menschen zu reden, den Menschen wirklich vor Augen zu haben, das Produkt in die Hand zu nehmen, wirklich eine Videokassette nochmal zum Leben erwecken, ins Gerät zu schieben und sich dann auch eine riesen Leinwand anzuschauen, ja, und nachher von mir aus eine Blu-ray oder jedenfalls drüber diskutieren. Wow, dieser Effekt.